Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Resident Evil Zero, das Remake auf dem PC. Ja, wir spielen hier mit der Rebecca und oben ist Billy. Wir sind jetzt zu zweit, wir müssen es hier durchkämpfen. Oh ja, geil. Heißt es jetzt, wir müssen hier weiter? Es steckt etwas im Schlüsselloch. Darum lässt sich der Griff nicht drehen. Mit einem scharfen Objekt können Sie es herausbekommen. Mit einem scharfen Objekt? Das mit einem scharfen Objekt... Das ist doch scharf, oder nicht? Der Dienstaufzug steht auf der Etage 1. Dienstaufzug rufen? Ja. Da ist sicher was drin, oder? Oder was ist hier in dem Aufzug? Nichts. Objekt hier ablegen? Ja. Ah, hier kann ich nur was ablegen. Bringt es mir was? Kann es sein, dass jetzt das eigentlich ein Schlüssel wahrscheinlich. Ja. Ah, da hätte ich jetzt was runterfahren können. Okay. Bringt mir nichts. Ja. Zack. Ich bringe jetzt mal einfach den Schlüssel rein. Da fangen schon die Rätsel an. Krass, hä? Kopf drücken. Yep. Okay. Muss ich umschalten? Muss ich zu ihm? Der muss wahrscheinlich zurück. Oder? Wahrscheinlich. Da wird er hier kämpfen müssen. So, wie viel Glück wir hier haben, hä? Es wackelt da unten. Alter. Die müsste doch unten drin sein. Leiter runterkleidern. Ja. Einmal runter. Zack. 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 Ja. Unfair ist halt, wenn halt Gegner von vorne kommt, man sieht es einfach nicht. Hier müsste doch drin sein, oder? Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Ja, ach nee. Wo ist jetzt eigentlich der komische Aufzug? Unten. Wieso eins runterlaufen? Ich vermute es mal. Irgendwo wird er ja sein. Mit dem Schlüssel. Weil wenn er ein Stockwerk runter fährt. Ah, okay. Hat sie schon erübrigt. Wie es hier aussieht. Kann ich nichts anklicken? Freight Car. Ein riesengroßer Kühlschrank. Da ist eine Zugklappe. Zum Öffnen brauchen Sie irgendein Werkzeug. Ist verschlossen. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, dann muss ich da lang. Ah, da kommt der Schlüssel. Nehmen. Yep. Yep. Nehmen. Aha. Ich traue der ganzen Sache nicht. Ist zu ruhig. Boah. Auf. Das ist der Schlüssel. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Nein. Ein riesengroßer Kühlschrank. Nein. Muss ich wieder hoch, hä? Weil da ist ja die eine Tür verschlossen. Oh, diese Rätselerei. Oh. Ja, ja, so ist das. Hier, oder? Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Auch nicht. Gute Frage. Auf dem Tisch steht eine nicht beendete Mahlzeit. Ah, ich habe gedacht, das leuchtet. Ich habe einen Schlüssel. Wohin mit dem Schlüssel? Ich brauche einen scharfen Gegenstand. Woher kriege ich jetzt einen scharfen Gegenstand? Nee, hier ist nix.
Was ist denn das für ein Schlüssel, was wir eigentlich haben? Zugschlüssel. Wie kriege ich die andere jetzt raus? Gar nicht, oder wie? Hochklettern kann sie ja nicht. Ich will aber nicht zurück. Oh, ich weiß es doch nicht. Das ist ein Zugklapp. Zum Öffnen brauchen Sie irgendein Werkzeug. Ja, ich habe kein Werkzeug. Das ist verschlossen. Auf der Theke liegt lauter Nahrungsmittel. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Warte mal, was Scharfes. Muss ich jetzt was hochgeben? Ja. Er hat doch ein Messer. Das Jack zu groß sieht, als könnte sie nicht einsetzen. Ah. Bringt also nichts. Boah. Gute Frage. Nein, Knopf will ich nicht drücken. Nein. Jetzt geht's aber los hier. Die Rätsel. Sie. So, ist hier eigentlich noch was für sie? Nehmen wir mit. Das auch. Ja, es steckt etwas im Schlüsselloch. Darum lässt sich der Griff nicht drehen. Mit einem scharfen Objekt können Sie es herausbekommen. Er kommt da nicht mehr hoch. Also kann sie nichts machen. Also muss ich ja ihn nehmen. Sagt bloß, ich muss jetzt zurücklaufen mit ihm. Gucken, was da geht. Und was Scharfes finden. Wird wohl so sein. Okay. Werden wir das tun? Es gibt hier eine Tür, die ist verschlossen, oder? Ich sehe nicht. Das ist uncool. Ja, komm. Komm. Das ist natürlich auch nicht schön. Ah, jetzt habe ich ihn. Stehen die halt alle auf, hä? Ist nicht schön. So, nächste. Aufmachen. Noch mehr? Nope. Echt gemein. Ah, Zombie, habe ich gehört. Da ist ein Zombie auf jeden Fall. Hier oben noch was ist? I. Kann ich jetzt hier weiter? Nein. Okay, ich gehe wieder runter. Ist okay. Ist okay. Abwärts. Zack. Zack. Wo ist der Zombie? Ach, der chillt. Chillt noch seine Seele. Hey, Zombie. Ja, schön, hä? Sagt bloß mit echt wieder alles zurück. Oh. Ich hab sonst keinen Plan, was machen. Hier ist aber auch nix. Hä? Huh. Ist er hier? Ah, ich kam hier rein, hä? Ja. Sie haben den Zugschlüssel verwendet. Diesen Schlüssel brauchen Sie nicht mehr. Wegwerfen? Jupp. Dann gehen wir da rein. Hups, auf damit. Was verbirgt sich dahinter? Was ist hier? Eine Karte. Karte des Zugs mitgenommen. Kräuter. Ja, mitnehmen. Kräuter. Er kann keine Kräuter mischen, die Pfeife. Da ist ein Knopf. Diese Dokumente scheinen nicht auf den Zugbetrieb zu beziehen. Sie sind über den Schreibtisch und unter Boden verstreut. Was liegt hier? Notiz des Zugführers. Die Schlüsselkarte für die
Kabine steckt wie üblich in meiner Tasche, doch ich kann das Ding nur mit dem Schlüssel des anderen Kerls öffnen. Scheinbar habe ich ihn irgendwo verloren. Wäre es ein normaler Schlüssel, würde ich ihn sich jemand abgeben, doch er ist anders. Ich suche danach, aber sollte ich finden, gebe ich sie ihnen zurück. Vielen Dank im Voraus. Okay. So, was versteckt sich hier drin? Aktentasche. Okay. Fast brauche ich eine Aktentasche. Hier gibt es sonst nichts mehr. Okay, auch nichts. Das ist ein Schalter. Umlegen? Ja. Ah, okay. Ein Geheimkämmerchen. Leiter hochklettern. Muss ich ja wohl. Keine andere Wahl. Hoch, hoch. Alle hoch. Hoch. Wo bin ich denn hier? Lol. In der Bar. Diese Flaschen sind wohl umgekippt, als die Notbremse des Zuges bestätigt wurde. Sonst noch was? Leiter runterklettern. Nope. Dass hier keiner ist? Glaube ich nicht. Und was war das? Nicht nett. Nicht nett. Nicht nett. Es wird sicher gleich auf uns zukommen. Aufmachen. Hallo. Wer ist hier? Zombie. Zwei Zombies. Drei Zombies. Oh, was Spitzes. Dieses aber kann nicht. Oh, ich habe keinen Platz. Ja, ich habe so viel Kräuter, die ich nicht kombinieren kann. Kann doch nicht mischen, der Vogel. Kombinieren? Aktentasche. Ah, bringt nichts, hä? Muss ich was wegschmeißen? Lege ich das ab. Ablegen. Hier sind so viele Kräuter. Eisbecken mitnehmen. Yep. Kräuter. Mitnehmen kann ich nicht. Ich kann die ganzen Kräuter nicht mitnehmen. Was ist hier? Schleim. Jede Menge Schleim. Sie sehen aus wie Eier. Sie sind in der Pfütze. Ich muss gleich wieder zurück. Dann kommt sicher das Viech von oben. Oh nein. Was ist hier noch drin? Muni? Nehmen wir natürlich mit. Yep. Kann ich natürlich nicht mitnehmen. Ich brauche jetzt die Aktentasche, da brauche ich sie nicht. Das ist die andere Frage. Das Bild zeigt ein riesiges Wind. Ey, guck mal, eine Schrotflinte. Eine Schrotflinte. Das ist echt gemein. Ist die Frage, brauche ich die Kräuter, brauche ich sie? Oder brauche ich sie nicht? Guck mal, Schrotflinte. Sie brauchen zwei Blöcke. Dein Ernst? Ach nee, dann nehme ich das. Gewehrmunition mal mit. Muss ich mit ihr nachher nochmal kommen? Karin? Nein. Boah, wie gemein ist denn das? Kombinieren? Geht nicht. Kann man nicht. Was ist es dann? Was sind die Aktentasche? Suchen. Was bringt die? Außer nichts. Ist doch kacke. Hoffentlich komme ich da nochmal hin. Weil, wie soll ich sonst das Gewehr mitnehmen? Wenn ich da alles mitnehmen muss. Ich will aber. Ich brauche das Gewehr. Ich brauche den Eispickel. Ja, okay. Hallo. Wer kommt? Wer kommt zu Besuch? Ich renne jetzt einfach.
Hallo, Riesenskorpion. Hilfe, Riesenskorpion. Aua. Wie soll ich den erledigen? Das ist eine sehr berechtigte Frage hier auf dem engen Raum. Brauche ich wahrscheinlich das Gewehr, oder? Meine Muni geht gleich aus. Oh, oh. Aua. Ich muss nachladen, Mann. Durchkomme ich nicht. Oh, ausgestochen. Ah, ich habe gedacht, der ist tot. Jetzt tot? Ja. Du bist tot. Ah, Gott sei Dank. Meine Fresse, habe ich jetzt gedacht. Einfach nur draufziehen. Und fertig. Ja, auf einmal mal so ein Riesenskorpion. Wieso auch nicht? Was liegt jetzt hier noch? Dieses Jörg kann ich. Ich muss wahrscheinlich erstmal sie holen, sonst bringt das nichts. Ja. Ich habe keinen Platz zum Tragen. Ist doch uncool. Erstmal abwärts. Erstmal hier raus. Zack. Aufmachen. Ja. Hallo again. Ohne wirkliche Muni. Hey, aber wenn wir gerade hier sind. Können wir mal kurz speichern. Ja. Kurz speicherle. Kurz. Aber nur kurz. Da ist eine Schreibmaschine. Er hatte gar kein Farbband. Ach, dein Ernst. Das hat ja sie. Das ist ja voll mies. Ach Mann. Jetzt muss ich alles zurück, um sie zu holen, dass wir weiter können. Die Frage, wie wir weiterkommen. Wie? Okay, kein Zombie. Wenigstens etwas. Zack. Aufmachen. Hup. Ich habe doch keine Muni mehr. Darf kein Zombie bekommen. Muss ich einfach durchrennen. Okay, auch kein Zombie mehr. Okay. Aufmachen. Zack. Blablabla. Da kann ich die ganzen Kräuter noch so holen und vermischen. Geil. Ich bin echt überwältigt. Dahinter will ich. Da, genau. So. Ja, möchte ich. Jap. Das hier. Zack. Das muss hoch. Jap. Knöpfchen gedrückt. Tschüss, Eispickel. So. Umschalten. Sie bitte. Ja, toll. Problem ist, die hat zu viel Sachen. Yep. Ablegen brauche ich nicht. Ich brauche den Eispickel. Da ist der Eispickel. Nehmen. Yep. Ja. Aufmachen. Er schießt auch darum, lässt sich der Griff nicht drehen. Mit einem scharfen Objekt können sie es herausbekommen. Huh, hab ich doch. Er steckt einen Schlüssel. Ich hab doch ein scharfes Objekt, oder ist es nicht scharf genug? Ah, okay. Verwenden. Türgriff ist jetzt frei. Ah! Wir kommen wieder raus. Hallo. Hey, wo kommst du her? Lol. Oh, da sind noch mehr. Wie uncool. Voll. Ach Mann, vor lauter Zombie. Habe ich aufs Spiel geklickt, Mann. Oh nein.
So, jetzt muss ich erstmal zum anderen kommen. Runter. Der andere Kollege. Mal kurz abholen. Ach ja. Das ist halt noch beim alten Spiel. Man kann hier rausklicken. Das ist voll uncool. Hey! Kollege! Können wir jetzt als Team? Team. Komm. Okay, er kommt mit. Dann gehen wir kurz hier durch. Mann! Oh Mann, oh Mann! Ja? Und? Hallo? Zombies? Was schießt denn? Wow! Lol. Vor allem, da kommen immer wieder neue Zombies dazu. Das ist doch uncool. Kommt ihr her? Es sind keine Passagiere mehr, keine Leichen mehr. Manu! Manu! So, jetzt geht's auf einmal Richtung. Zurück, die ganzen Sachen nochmal einsammeln. Kommen noch mehr. Natürlich! Guck mal, die Waffe. Ist nicht mal richtig reloaded. Oh, ja. Genau. Okay, du kannst deine Muni vergeuden. Das ist gut. Dann gehen wir weiter. Tür auf. Zack. Danke. So. Können wir hier mal kurz rein. Kleinen Boxenstopp machen. Können wir mal ein Rundchen speichern. Jetzt geht's ja. Wir haben ja wieder Farbband. Das ist eine Schreibmaschine. Jupp. Yep. Inhalt wird geladen. Ja, mach ich jetzt auf den zweiten. Man weiß ja nie. Ja. Gut, aber meine Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit dem Part für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part werden wir weitermachen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Drop. Yeah.